Und der Schirm hat sich weit von Shakes and Fidget mit dem wohl besten Event nach dem 5er Event Gold Event. Und richtig schönes Wetter draußen. Komme eben von draußen und will jetzt. Ich habe das ganz verpennt eigentlich. Dann hätte ich meine Abenteuerlust schneller erledigt. Werde jetzt alles überspringen so ein bisschen, denn Treibsanduhren sind da ja knapp 100. Vorher mal alles loswerden. Jo, diese Waffe gibt immerhin ein bisschen Arkan. Arkane Splitter. Gürtelhäute dran. Nö, das heißt, das kann alles weg. Hier ein unsichtbares Item, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Das war so in etwa in der Übersicht. Und ich dachte mir, Inventar voll, hä? Ich hatte hier was, hier was, hier was. Und das dachte ich war frei, aber nö, das ist ja ein Gegenstand. Weg mit dir, Treibsanduhr, her mit dir. Da ein bisschen was verbraten. Ich muss sagen, ich habe das schöne Wetter, habe ich echt schon vermisst. Ab und zu, früher so, also im letzten Jahr, als es warm war. Letzten Sommer habe ich mich, boah, heute ist Licht dran und es geht schon mal spitzenmäßig los. Da werde ich vielleicht gar nicht kämpfen. Mal schauen. Da habe ich mich einfach mal mit dem Laptop so rausgesetzt in der Mittagspause und dann ein bisschen draußen was gemacht. Wenn ich nur was schreiben musste oder programmieren, das kann man ja auch mit dem Laptop unterwegs. Ich schmeiß mal diese Handschuhe rein. Oder die? Nö, die waren schon. Der Krieger bekommt schon wieder was. 6,44 für den Krieger, aber der hat, glaube ich, das neue Handschüchchen erhalten. Ja. Hebe ich mir noch auf, mal schauen. Also, jetzt mache ich da weiter. Das ist nämlich eine Sache, die richtig genial ist, wenn man sozusagen selbstständig vom Computer aus das meiste machen kann. Also, wenn man selbstständig arbeitet. Das gefällt mir beides nicht. Ich nehme aber die, denn ich... Nein, ich nehme doch nicht die. Da muss man auch mal Abstriche machen. Genau, das gefällt mir am meisten, dass ich nicht, wie sagt man, standortgebunden bin. Und bei schönem Wetter einfach mal draußen in der frischen Luft bisschen Sonnen lassen und mit dem Laptop was machen. Mittlerweile, wenn ich irgendwas schreiben muss, dann mache ich das sogar teilweise am Tablet oder Smartphone und gehe dann raus. Das ist sogar noch angenehmer. Moment mal, direkt nachtrinken. Ja, und das geht aber natürlich nicht, wenn es kalt ist. Also geht schon, aber da wird man eventuell krank. Und was mir richtig gut gefällt, ist, dass mir diese ganzen 2,5 Minuten Quests schon fast 10 Millionen durch die Bank bescheren. Das ist echt mal spitze, muss man sagen. Ja, nehmen wir wieder eine XP-Mission. Ich spiele im Allgemeinen so gut wie immer auf Gold. Nur im Event. Nur wenn es wirklich so eine Quest ist, wo ich dreimal überlegen muss, dann ja, nimmt man doch mal, ich habe schon wieder vergessen, welche Zutat heute dran ist, dann nimmt man doch eher mal eine Erfahrungspunkte-Mission. Aber so mittlerweile, wenn ich so zocke, sind 800 Millionen Gold, 900 mit Stadtwache pro Tag echt drin. Das heißt, an einem Wochenende fast 200 Skillpunkte. Ja, das macht einfach Spaß. Das ist so, man zockt an einem Tag fast eine ganze Woche. Fünffaches Gold. Und dann spielt man ja mit Absicht noch eher auf Gold. So viel Gold bekommt man normalerweise nie. Ich weiß, ich bin da... Also, ich denke mal, es ist 50-50 von der Meinung her. Ich glaube, Duratin zum Beispiel, wer den kennt, der ist top mit dabei auf einem anderen Server, der spielt nach wie vor nur auf EP, auch beim Gold-Event. Irgendwie so, ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Aber der liebt ja die Erfahrungspunkte. Und ich kenne auch andere Leute von S14, die nach wie vor nur EP nehmen. Nicht mal beim Gold-Event und trotz Level 400+. Die wollen einfach vom Level her nichts verpassen. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Ich habe hier einige Tage sowieso verpasst, komplett mit Abenteuerlust und habe dann am Anfang in der Spielertrendgilde gezockt. Da waren wir nicht voll ausgebaut, da habe ich ja auch einiges verloren. Von daher, die Erfahrungspunkte sind mir nicht so wichtig, wenn das Gold-Event ist. Das ist einfach zu schön, macht so viel Spaß. Ich muss da mal was skillen, oder? Ich kann noch dreimal trinken und habe hier noch was. Es läuft gerade richtig gut, weil ich so viele kurze Missionen mit fast 10 Millionen bekomme. 9, irgendwas, so eine 2,5 Minuten. Das kann sich definitiv sehen lassen. Ja, 8,2 Millionen für die kurze. Moment, ich hoffe, alle Items sind verzaubert. Habe ich alle Items verzaubert? Genau. Denn besonders die Goldverzauberung, die kann
während des Gold-Events nicht schaden, sage ich jetzt mal. Ja, und warum ich das überspringe? Einerseits, weil ich jetzt nicht den ganzen Tag zocken möchte. Und andererseits, weil man dann weitaus mehr Stadtwache reinwerfen kann. Und die Stadtwache zählt ja auch fünffach beim Event. Und von daher lohnt sich das schon. Ich habe das Gefühl, mein Inventar ist wieder voll. Nö, das war nur ein Gefühl. So, hier mal. Und dann da mal. Egal, ich greife einmal an mit Licht oder Noctari. Was bist du? Was bist du? Oh, Rang 4. Ja, weil Licht eben. Anscheinend greifen die Leute doch an. Und wenn ich jetzt gegen Noctari verliere, der ist irgendwo ganz unten. Wo ist der Noctari? Noctari, Noctari, Noctari. Ich sehe ihn nicht. Hier, 26. Wenn ich gegen den verliere, verliere ich 180 Ehre. Er bekommt 180 Ehre. Dadurch schießt er nach oben, ich nach unten. Und ich würde verlieren. Also das muss man sich ansehen. Ich habe 20 Begleiter. Er hat 20 Begleiter, aber er hat 118 Level mehr bei Licht. Das heißt, er kann neben der den auf 100 und den vielleicht auch noch knapp auf 100. Und das macht, das zieht sich eben bis nach hinten raus, diese kleinen. Manchmal, wenn man Pech hat. Und wenn dann die Kundis nicht so wollen, wie ich will, dann ist das ganz ungeschmeidig und dann verliert man. Ich meine, ja, es stört mich nicht so, dass ich die Ehre verliere, aber warum sollte ich angreifen, wenn ich sowieso weiß, ich verliere und bekomme auch keine Frucht und bei Licht wird es nicht besser. Da werden die Gegner maximal nur schlimmer. Das heißt, so, jetzt bin ich schon bei 800 Millionen. Aufpassen, 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 denn 1 Milliarde ist die Grenze und alle, die neu sind in Jackson Fidget, Achtung, jetzt erzähle ich einen Witz, also es hört sich an wie ein Witz, ist aber keiner. Früher war 10 Millionen die Grenze. So, haben alle gelacht? Nein, das ist die Wahrheit. 10 Millionen Gold war die Grenze. Dann konnte man nicht mehr ansammeln, dann musste man einmal skillen und wieder Gold sammeln. Das heißt, sagen wir mal, ich hatte 9 Millionen. Hab dann so eine Quest bekommen mit 10 Millionen. Dann habe ich 9 Millionen sozusagen verschwendet. Ja, das war früher in der Tat so. Kein schlechter Witz. Das war, wie es war. Das war eine der besten Änderungen, die je stattgefunden hat. Da haben sich die Leute am Luftsprünge gemacht und sich so sehr gefreut, dass sie diese Grenze aufgehoben haben. Jo. So. Ich hoffe, ich nehme auf. Ich überprüfe in letzter Zeit nur, denn das ist mir ja vor 5 Videos oder so, habe ich erwähnt, mal wieder passiert. So, 922. Ich meine, ich hatte ein bisschen was vorab, das muss man sagen. Aber trotzdem. Ja, die Milliarde werde ich knacken. Dann skill ich mal ganz kurz. Nicht, dass das dann noch passiert. So, jetzt geht's weiter. Heiter geht es jetzt weiter. Endspurt, 50 Treibsanduhren in etwa. 45, 46 habe ich bisher verwendet. Obwohl ich vorrangig kurze Missionen annehme. Das muss man ja eigentlich gar nicht tun. Aber dadurch gibt es eben das krasse Gold. Und dann noch Items, so wie jetzt. Welche man für Gold verscherbeln kann. Ja, okay. Nochmal die. Und jetzt eine 2,5 Minuten. Eine richtig geniale. Ich glaube, ich habe sie schon gefunden. Nö, doch nicht. Die hat das Beste aus beiden Welten. Ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold. So, das ganze Spielchen nochmal. Ich hoffe, ich kann das timen. Dann ganz am Ende. Wie der. Jetzt bitte eine 7,5 oder irgendwie so. Oder nochmal eine kurze. Und nochmal eine kurze und jetzt noch einmal eine kurze. Jawohl. Da ist die auch schon. Und jetzt die Special Bombastische Mission am Ende. Ist die hier. 10 Millionen Gold, 2,2 Millionen Erfahrungspunkte. Sauber. Und ich habe die Milliarde. Also ich habe sie nicht ganz, denn ansonsten geht was verloren. Aber ich habe sie fast. Richtig fein. Dann wird geskillt. 10.330 habe ich. Das machen wir auf 10.400 und ein paar zerquetschte hoch. Bam, badabam, bam, badabam. Das macht so viel Spaß. Ich würde das gerne mal einen ganzen Tag lang durchklicken. Aber das ist nicht möglich. Und 3, 2, 1. Meins. Zu wenig Gold. Das waren 97 Skillpunkte an einem einzigen Tag. Mhm. Und da ist noch keine Stadtwache mit einberechnet. Sauber. Sehr genial. Zur Feier des Tages direkt mal kämpfen und verlieren. Mal schauen, ich habe fast 10.000 Intelligenz mehr. Wow, das war einfach mal ein One-Shot. Ich glaube, der hat keinen Lebenstrank oder so.
Wahrscheinlich, weil es so wenige Lebenspunkte hatte. Das war ein One-Shot. Ja, die Intelligenz, die macht sich bezahlt. Die lohnt sich. 60%. Mal schauen, ob der auch etwas zu spüren bekommt davon. Bitte noch einmal rot. Komm, einmal. Ey, was war denn das? Das sind 51% oder so. 52 sogar, das waren 8% heute. Das war eine Heilung. Drogo, der Bedrohliche, nachdem ich Kolundor beim letzten Mal bezwingen konnte, wird es heute leider nichts. Kann ja mal passieren. Na gut, Glücksrad. 42 Lucky Coins, Pilze bekommen. Einen Ring bekommen. Und dann mache ich gleich 1, 2, 3 Mal. Wenn es da schon 3 Pilze gab. Und die Festung. Was sagt die Festung? Genau, da wird noch feuchtfröhlich ausgebaut. Festung ist auf 19. Und jetzt habe ich mich dann für den Steinbruch entschieden. Kann also leider in den nächsten Tagen nur Holz abholen. Ach, wir drehen nochmal kurz. Für ein bisschen Holz. Ja, das war schön. Schuhe. Nein, heute sind Gürtel dran. Das hätte ich vielleicht dem Schmied bringen können. Egal, das ist die letzte Mission. 11 Millionen. Sauber, jetzt kann ich die Stadtwache. Oh, 1 Uhr. Na, da bin ich, glaube ich, nicht mehr wach. Ich mache mal bis 20 Uhr. Dann schaue ich mal wieder rein. Und erneuere, verlängere die Stadtwache. Mal 5 eben. Wie viele Stunden habe ich? Da habe ich echt nicht viele. 14.441. Ja, geht besser. Da haben andere. Ich will es mir gar nicht ansehen. Da haben Endgegner 19.000. Ach, ich mache gar nicht weiter, denn da kommen nur böse Dinge zustande. Na gut, auf diesem Server muss ich noch so einiges machen. Da werde ich vielleicht auch, keine Ahnung, mache ich da ein bisschen. Bisschen die Happy Hour mit den Treibsanduhren, da kaufe ich direkt eine. Ein neuer Trank nach, der Trank nach, der Trank nach. Einmal blättern, jawohl. Neuer Trank, Glückstrank wird mal aufgespart. Den kaufe ich, verkaufe ich, genauso wie dich. Und jetzt mal schauen, ob das Glücksrad eventuell was hergibt. Leider nein, dann hätte ich mir vielleicht ein besseres Mount leisten können. Großer Magierstein, Moment mal. Habe ich da irgendwas? Muss der Magier irgendwas ausrüsten? Nö, der hat überall was drin. Was ist denn das? Knapp 600. Oh, auf jeden Fall. Aber sowas von. Rein in die Hello-Doggy-Puppe. Schön. Hexe, 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 Brustpanzer. Nein, ich warte auf diese beiden Dinge. Nein, eigentlich nur auf die Handschuhe, um ehrlich zu sein. Jo, da ist noch ein Apfel, dass der Doktor heute fernbleibt. Und ich greife direkt mit Erde gegen Licht an, den Towerbock. Jawohl, Towerbock holt sich die Zitrone gegen Killridge. 4 Ränge aufgestiegen. Sehr schön. Aber hier sind 4 Ränge rein gar nichts. Und ich bin auf Rang 232. Okay. 90 Millionen bisher hier. Da habe ich noch nicht so viel gemacht. Das wird aber noch erledigt. Bitte heute da mehr. Komm schon, ich hab jetzt ein paar Tränke. 90%. Chicken Master. Enttäusch mich nicht, das sind 80. 81. Es wird nichts. Aber das Gold-Event läuft, dann kloppe ich mal die hungrigen Bären weg. Ich bin auch hungrig und zwar nach Gold. Ich kann es auch mir nicht fassen. 1 Milliarde. Schönes Wetter draußen, 1 Milliarde Gold. Was will man mehr? Das ist alles, was man im Leben braucht, oder? Genau. Mit Gold wird man glücklich. Und dann noch, wenn man, nachdem man fertig gegessen hat, genau, Toilettenpapier benötigt, hat man das hier. Och, gibt nicht mal Splitter beim Schmied. Das ist mal eine niederschmetternde Tatsache. Plus 1. Okay. Naja, dann würde ich mal sagen, ich freue mich immer sehr über das Gold-Event. Was ist mit dieser Folge? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht auch mal nicht so weiter.